Hallihallo, meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Im heutigen Video werden wir ein Tarnmuster malen. So, und für die Farben nehme ich das First Class Military Gen von Fingerspitzengefühl. Was ich dazu sagen muss, ich weiß nicht, ob alle Gele noch so erhältlich sind im Shop, weil ich habe die schon ein bisschen länger, ne? Dann ein Gelb-Oliv von Online Hard Studio Line Farbgel Pure Color. Das ist die Artikelnummer. Also 3133 oder 3133. Und einmal das Schilfgrün aus der Studio Line Farbgel von Online Hat. Und da ist die Artikelnummer 3098. Also die Artikelnummer, die steht mir hier. Da, die Artikelnummer. Ne? Deswegen stehen sie bei mir hier oben drauf, weil dann weiß ich, welches Farbgel das ist. Wir arbeiten heute auf dem Colourpop, weil da seht ihr auch, dass man das auf kleineren, dünneren Nägeln arbeiten kann. Und ja, also wir starten erstmal mit dem Schilfgrün, das ist das hellste Grün, und tragen erstmal ein Fullcover auf. Das muss, also, und das, was ich auch noch sagen will, so arbeite ich. Na, das heißt nicht, dass andere Arten, wie man so ein Muster macht oder so, falsch sind oder richtiger sind, sondern so komme ich ans Ziel und vielleicht kommt ihr auch so dadurch ans Ziel. Besser, ne? Und ich habe jetzt gerade ein Mikrofon an und ich werde am Samstag, nachdem dieses Video kommt, werde ich die ganzen Kommentare beantworten. Und dann wollte ich sowieso fragen, wie der Ton ist, ob ich mit Mikro aufnehmen soll oder ohne Mikro, ob ihr das Atmen von mir nervt oder ob ihr das soll hört oder, ne? Dass ihr da vielleicht ein kleines Feedback da lasst. Und ja, ich versuche jetzt einfach mal richtig krass, wie ich bin, versuche ich ran zu zoomen. Hat es geklappt? Ich glaube schon, weil das müsst ihr ja auch sehen. So, jetzt reißen wir hier ein Fullcover auf. Wie gesagt, das muss nicht sofort decken. Aber wenn ihr jetzt das Dunkelste darauf kloppen würdet, ist das schwieriger für das Helle vielleicht da drauf so richtig zur Geltung zu kommen. Deswegen das Helle als Untergrund. So, ihr seht, es ist auch jetzt nicht komplett deckend. Ne? Das, wie gesagt, nichts Schlimmes. Das lassen wir jetzt erstmal aushärten. Also das sind auch genau die Farben, die ich auch auf den Nägeln habe hier. Und warte, da ist so eine kleine Stelle. Machen wir so. Und ja, da werde ich dann jetzt mit drei Fineliner-Pinseln beigehen. Und dann nehmt ihr euch euren Tipp. Nehmt dann einen Pinsel und dann nehmt ihr eine von den beiden Farben. Ich nehme jetzt erstmal das Schilfgrün, aber ihr könnt irgendeine Farbe nehmen. Arbeitet so ein bisschen am Pinsel. Also, das ist hier so. Ne? Und macht einfach so random. So ein Punkt. Und da müsst ihr auch jetzt nicht schöne gerade Linien oder so, weil das ist bei diesem Tarnmuster halt nicht der Fall. Ne? Das ist immer Vogelwild durcheinander. So, das ist ein bisschen deckt. Weil die Farben hier, die ich jetzt gerade benutze, also sie bei zwei Schichten decken die. Ne? Aber es ist jetzt kein hochpigmentiertes Gel. Ne? Das wollte ich nur mal sagen. Oh, was lege ich denn hier weg? Und dann macht ihr so ein paar Punkte, paar Bewegungen. Wie gesagt, es muss nicht perfekt sein. Also es muss jetzt nicht alle Punkte müssen jetzt gleich aussehen oder sonst irgendwas. Ne? So, zack, zack, zack. Und jetzt werde ich das erstmal aushärten lassen, weil ich nach und nach die ganzen Punkte setze. Also ich habe jetzt gerade die erste Farbe gemacht, jetzt mache ich die zweite Farbe und die dritte Farbe ist halt die Grundfarbe. Aber ich werde dann erst gucken, ich werde jetzt jede Farbe einmal so einen Punkt machen, also so ein Punktesystem, sage ich jetzt mal, so einen Punkt machen und gucken, wo passt noch was hin. Es muss ja auch schön verteilt sein, nicht, dass hier oben alles dunkel ist und hier hinten alles hell. Na, das wollen wir natürlich nicht. Und nehmen das Military Gen. Ein bisschen hier so. So. Und setzt da andere Punkte noch hin.
Und ihr seht, da kommen noch mehrere Punkte hin. Also es wird noch voll werden. Aber ich gehe Stück für Stück vor halt. Ne? Jetzt werde ich wieder das dunklere nehmen. Setze ich hier einen hin. Der soll sich aber nicht mit dem anderen da berühren. Kann er, muss er nicht. So, wieder aushärten lassen. So, jetzt nehme ich wieder halt dieses Military Gen und setze hier noch so ein paar dazwischen. Kann man so lassen. Jetzt werde ich gleich nochmal ein bisschen über die ganzen Farbkleckse noch mal gleich rüber gehen. Ich zeige euch das jetzt. Ne? Und deswegen braucht der erste Grund nicht deckend sein, weil ich halt jetzt die hellen Flecken noch mal mache. Wie gesagt, das ist mein Weg, wie ich den gehe. Ne? Jeder hat einen anderen Weg oder denselben Weg oder keine Ahnung. Ne? Und jetzt mache ich hier so ein, dass es schön rund ist, dass es hier längs geht. Jetzt mache ich das zum Beispiel, dass ich jetzt einfach einen hellen Zelle-Gel nehme und einfach hier auf das dunkle einen Punkt setze und sage, da kommt jetzt aber noch ein bisschen hell hin. Sieht dann halt aus, als ob das Helle vor dem Dunklen ist, wie es ja auch ist. Ne? Jetzt will man einen Punkt so ein bisschen rüber mal. Ist nicht schlimm, weil ich ja noch über manche Punkte eh rüber gehen muss, weil die halt nicht überall deckend sind. Aber ich möchte das persönlich halt deckend haben. Wenn du das nicht deckend haben möchtest und dich das nicht stört, dass da so ein bisschen Farbe von unten durchschimmert, dann musst du das natürlich nicht machen. Ne? Aber ich mag das halt nicht so, deswegen mache ich das. So, das lasse ich jetzt einmal aushärten wieder und dann arbeite ich gleich nochmal mit den anderen beiden Farben drüber und noch ne, ein bisschen was ausarbeiten. Na klar, das ist jetzt wirklich ein langer Weg. Es gibt das, man kann das hundertprozentig auch schneller arbeiten, aber anders kriege ich das nicht hin. Ne? Und ich zeige euch das, wie ich das mache und ja. So, und jetzt nehme ich hier das Military Gen und arbeite halt so ein bisschen vielleicht einen Punkt nochmal aus oder so. Oder wo ich halt drüber gearbeitet habe, was ich nicht möchte. Irgendwie ist mir das hier gerade ein bisschen hell. Deswegen setze ich hier so ein bisschen Military Gen hin. Ja. Passt. Erstmal wieder anhärten lassen. Und dann den letzten Ton nochmal machen. Den hier nochmal nacharbeiten. Das Gel ist auch nicht, also das ist von online hat. Das ist nicht so deckend wie das Military Gen. Na, deswegen, da muss ich rüber gehen. Damit ich schöne, schärfere Kanten hinbekomme. Das ist mir hier alles ein bisschen zu hell, deswegen gehe ich jetzt einfach hier was Helle drüber. Weil das ganze Helle miteinander verbunden war. Wisst ihr, wie ich meine? Und ich möchte, dass es mehrere verschiedene Flecken sind, die ein komplettes Muster geben halt. Ne? Dann, ich glaube, ich verbinde das hier auch miteinander. Das ist ein großer, aber ist ja nicht so wild. Na? Damit das Helle nicht einfach der Untergrund ist. Weil ihr seht, wie das jetzt hier getrennt ist, könnte man denken, dass dann ist der andere Punkt. Na?
Jetzt sieht das halt aus, dass da helle Punkte sind, weil das nicht alles miteinander verbunden ist. Ne? Also die helle Farbe ist nicht komplett miteinander verbunden, sondern verschiedene Punkte halt. Vogelwild, ihr seht, da ist keinerlei System drinne. Bei mir auf meinen Nägeln ist auch alles unterschiedlich. Ne? Das lassen wir jetzt aushärten. So, und ihr seht das ja, das ist jetzt an der Lichtspiegelung, seht ihr auch, dass es ein bisschen, na, ein bisschen uneben ist. So leicht, deswegen setze ich jetzt eine Ausgleichsschicht mit klarem Gel. Ne? Muss jetzt, das ist kein Aufbau, das ist nur eine Ausgleichsschicht. Dass wenn da jetzt so eine dolle Delle ist oder sowas, dass wenn ihr euch das jetzt gleich anfeilt ein bisschen, na, dass es halt ebenmäßiger feilt, dass ihr euch nicht die ganze Farbe wieder runterfeilt. Wisst ihr, wie ich meine? Also eine Ausgleichsschicht. Weil wenn ihr jetzt da einfach, wenn das jetzt hier der Versiegler wäre, ne, ihr seht, Lichtspiegelung, dass hier überall noch Wellen wären. Und so wollen wir natürlich keinen Nagel haben. Außer ihr wollt wirklich 3D arbeiten, aber bei so einem Militärmuster, also Tarnmuster, ist das nicht so. Und deswegen setze ich hier nochmal ein bisschen was hin, dass ich gleich einmal schön befeilen kann. Dass es alles gleich schön ebenmäßig ist. Na klar, ihr seht jetzt hier, ne, Delle, Beule. Aber das ist, dass ich da gleich ordentlich feilen kann. Und ja. Was davor war, seht ihr, da ist immer noch uneben, aber halt nicht mehr so stark wie gerade eben. Und wenn das Muster gemalt wird, sieht das erstmal komisch aus, weil die Lichtspiegelung halt anders ist. Ne? Jetzt sieht das schon ein bisschen besser aus, aber ihr seht, es ist immer noch uneben. Deswegen schnappen wir jetzt unsere Feile und ebnen das. Machen das schön glatt. Wasser rüber. So seht ihr dann, dass er gerade ist. Also hier ist keine Delle mehr, keine Beule mehr. Na, na gut, da ist noch ein bisschen hier. Das kann man dann aber alles erfüllen. Na, naja, hier so längs geht nochmal in Rändern. Vorne. Ja, passt. Und also ich versiegel sowas gerne matt oder seidenmatt, weil ihr seht ja, ich finde, das sieht total cool aus, wenn es matt ist. Man kann das auch einfach anbuffern, so wie ich jetzt hier. Na, dass man einen feinen Buffer nimmt und einfach dann wieder drüber buffert und fertig. Aber ich werde jetzt einmal kurz hier ein bisschen Versiegelungsgel drauf machen. Das ist jetzt immer ein Aufbaugel. Aber dass ihr jetzt seht, wie das aussieht, wenn das glanzversiegelt wäre. Mehr Gewicht können lassen sollen. Kurz reingedippt. So. Und so würde das halt in, na komm schon, in Glanz aussehen. Ich lasse das einmal kurz aushärten. Ja, so sieht ihr das nicht so. So sieht ihr es besser. So, und das ist das fertige Ergebnis. Ne, man kann es matt versiegeln, glänzend. Und ja, beim Militärmuster oder Tarnmuster, Flecktarn, ist es halt wichtig, dass es vogelwild ist. Alle müssen unterschiedlich aussehen und allem drum und dran. Ne? So, und da einfach wie wild drauf lospunkten, irgendwelche Formen. Ne? Alle Formen sind unterschiedlich. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über einen Daumen, einen Kommentar, ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!